Erst langsam, dann immer bestimmter wuchs in ihnen der Plan, uns zu zerstören. Kein Protest, kein Rat, keine Warnung haben Präsident Chirac davon abbringen können. Im Südpazifik zündet Frankreich nach vierjähriger Pause wieder einen atomaren Sprengsatz. Kein Protest, kein Rat, keine Warnung haben Präsident Chirac davon abbringen können. Kommt auf die Straße, wir feiern das jährliche Fest. Kommt und seht die Stärke des Militärs. Heute etwas ganz Besonderes, etwas Unvorstellbares. 1996, dieses Jahr wird unvergesslich. Wieder vor uns mitten Europa herrscht ein Patriot. Wieder vor uns sagt die Wahrheit, die ist der sichere Tod. Wieder vor uns mitten Europa herrscht ein Patriot. Wieder vor uns sagt die Wahrheit. Und fasst euch an den Händen. Kommt und seht im ganzen Land. Benutzt dich und Quellen und schaut dich in den Himmel. Was ist schon real als die Realität? Wieder vor uns mit Europa herrscht ein Patriot. Wieder vor uns sagt die Wand, die ist der sichere Tod. Wieder vor uns mit Europa herrscht ein Patriot. Wieder vor uns sagt die Wand, die ist der sichere Tod. Werde verkürzt, aber auf jeden Fall fortgesetzt, verkündet die französische Regierung. Gegen die französische Marine hat Greenpeace keine Chance. Kein Protest, kein Rat, keine Warnung haben Präsident Chirac davon abbringen können. Vive la France, mitten Europa, herrscht ein Patriot. Vive la France, sagt die Wahrheit. Wir kamen auf die Straße zu feiern unser Land. Urlaub machen in der Südsee, lieg ich am Strand. Und ich lese Tagebücher von Napoleon. Meine Rückkehr ist noch ungewiss, Europa ist so wunderschön. Vive la France, mit Europa herrscht ein Patriot. Vive la France, sagt Chirac, ist der sichere Tod. Vive la France, mit Europa herrscht ein Patriot. Vive la France, sagt Chirac, ist der sichere Tod. Und alles, was blieb, war diese trostlose Stille.